Hallo zu Feuervogel TV. Einmal mehr mit einem echten Basketball-Krimi am Echelon, einem dramatischen Showdown. Devin White mit letzter Kraft. Dieser Dreier fällt leider auch nicht. Frankfurt klaut die Punkte in der NRW Arena nach einem Schlussfight, der leider nicht belohnt wurde. Dabei hatten sich alle so viel versprochen nach dem überraschenden Sieg gegen Vizemeister Ulm. Auf der anderen Seite war Phoenix aber auch gewarnt, denn Frankfurt sicher besser, als der Blick auf die Tabelle verrät. Ja, Emotionen entstehen halt auch in Situationen der Spiele. Es war halt ein ruhiges, solides, kein dolles Spiel, ganz ehrlich. Also waren keine dollen Mannschaften, beide. Der Tabellenachte aus Hagen also gegen den Tabellenvorletzten. Eher ein Duell auf Augenhöhe. Das Spiel ist von Anfang an umkämpft. Phoenix scheint aber nicht so recht aus den Puschen zu kommen. Was bei Hagen am Ring hängen bleibt, fällt bei den Gästen. Frankfurt kommt besser ins Spiel, setzt sich gleich ab, führt nach dem ersten Viertel mit 8 Punkten. Das letzte Spiel gegen Ulm war ein Überraschungssieg und war auch eine herausragende Leistung des Teams. Heute lief es nicht ganz so rund. Weißt du warum? Wir mussten erstmal ein bisschen Kredit an Frankfurt geben. Sie hat einen guten Gameplan gegen uns. Und wir haben nie unser Offensive Rhythmus bekommen. Ja, wir haben eine sehr schlechte Dreierquote gehabt heute. Ja, und es war sehr schwierig für uns, in unser Rhythmus zu kommen, unser Offensive Rhythmus zu kommen. Auch im zweiten Viertel zeigt sich der von Steven Reed angesprochene Gameplan der Frankfurter. Sie schaffen es, den Lauf von Phoenix zu stören, das Tempo runterzufahren. Starke Defense der Gäste. Auf der anderen Seite lässt Phoenix auch fast fahrlässig den ein oder anderen Punkt liegen. Sowas rächt sich häufig. Ryan, Muri Katsuin told you that you have to face Phoenix as a very fast-playing team. Do you think you were well prepared for today? Yeah, I mean, we focused on them all week. We did a little bit extra conditioning throughout the week to make sure we were ready for their, you know, high pace, get up and down the floor play. And, you know, we wanted to stick to our principles. We saw a couple games that some teams kind of let them do what they wanted to do on the offensive end, let them get in the rhythm and make some shots. And we just wanted to stick to our principles, and we thought we'd have a good chance to win. Thank you.
Ryan Brooks und seine Kollegen hatten sich also vorgenommen, Spielverderber zu sein und Phoenix nicht dazu kommen zu lassen, in Spiellaune zu kommen. Nach der Pause gibt Phoenix aber nochmal Kniegas, hält nochmal dagegen, zum Beispiel Mark Doris in Szene gesetzt von Devin White. Situationen, die leider dann zugunsten von Frankfurt ausgefallen sind. Es kann genauso gut anders ausgehen und dann gewinnen wir mit ein, zwei Punkten. Davon war das Spiel jetzt am Ende sozusagen auch abhängig und dann würden alle wieder sagen, wow. Der Endspurt hat es einmal mehr in sich, auch wenn Phoenix nicht so richtig ins Rollen kommt. Frankfurt macht die Punkte, Hagens Würfe fallen nicht. Frankfurt zeigt in dieser Phase einfach Erfahrung, verwaltet den Vorsprung cool. Dann der Schluss. Hagen braucht 3 Punkte für die Verlängerung. Aber wer nimmt den Wurf? Wer trifft? Abe Ludwig und Devin White ohne Glück. Nicht nur Felix und Robin sind geknickt. Die Fans auf dem Heuboden aber machen klar, sie stehen trotzdem hinter diesem Team. Weiter konzentrieren, wie wir das nach den Niederlagen bisher in der Saison auch gemacht haben. Es sind dann immer so Situationen in den Spielen, in bestimmten Phasen, wo du auf einmal einen Lauf hast, wo du wegziehen kannst, wo du emotional super drauf bist, wo du mental stärker bist als der Gegner. Und heute hatten wir so einen Lauf eigentlich nicht so richtig. Einmal kurz, aber wie gesagt, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe und Frankfurt hat am Ende glücklich gewonnen. Ja, Felix, hast recht. Ärgerlich bleibt's, aber Samstag in Würzburg hängen sich alle wieder voll rein. Das Team und der 6. Mann, der mitfährt. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu Hagen. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu Hagen.